Heute habe ich es einmal richtig gebracht. Heute ist der 8. Mai 2021 und ich bin mit Lautsprechern durch den ganzen Ort Scheiern. Das Ganze war der Knaller. Ich bin 2 Stunden lang durch sämtliche Wohngebiete in dem Talgessel mit riesiger Lautsprecherdurchsage und die meisten Leute haben dumm geschaut. Ein guter Teil war positiv dann begeistert und ein paar sind dann giftig geworden und ja, sind sogar zu mir hergekommen und haben mir schon halbwegs gedroht. So ganz haben sie sich nicht traut, weil ich war in Militäruniform, natürlich nicht mit Abzeichen und nicht die Originale, aber in grün. Und ich habe es jetzt leider nicht aufnehmen können auf Video, weil ich war da sehr beschäftigt. Ja, hätte ich schon geschafft, aber an dem Tag, das war ja der Nationalfeiertag, der Trauertag, der Volkstrauertag, da bin ich ohne Kamera durch, sondern richtig mit Lautsprechern hinten im Rucksack drin. Und die Durchsage, die ich gemacht habe, die könnt ihr euch jetzt einmal anhören, na wisst Bescheid, was da abgegangen ist. Weil so einfach lassen wir uns hier nicht unterkriegen mit der ganzen Geschichte. Einfach verdonnern als Sklaven, das machen wir nicht. Vor allem, wenn es Unsinn ist und sogar die UNO das Gegenteil sagt, dass die ganze Kacke nur Unsinn ist mit den bläden FFP2-Masken. Also jetzt hört es euch an, außer es wird gelöscht durch YouTube. Wir werden sehen, was passiert. Achtung, Achtung! Dies ist eine Durchsage der 1. Gebirgsdivision. Morgen, am Sonntag, den 9. Mai, findet in Landshut auf der Ringelstecherwiesen eine große Volksdemonstration statt. Die Veranstaltung beginnt offiziell um 13 Uhr. Wir bitten aber alle Teilnehmer bereits am Vormittag zu erscheinen. Je mehr von uns vor Ort sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen wahnsinnigen Lockdown mit seinen wirtschaftlichen Kollateralschäden stoppen können. Vergesst nicht eure Kinder. Es ist eine ganze Generation, die vermutlich psychische Schäden davontragen wird, wenn dieses Schauspiel in Berlin so weitergeht. Vergessen Sie nicht, dass Herr Professor Drosten bereits bei der Schweinegrippe nicht die Wahrheit prognostizieren konnte. Der morgige Tag wird für die gesamte deutsche Bevölkerung von entscheidender Bedeutung sein. Die 90%, die nicht so stark gefährdet sind, dass sie sich einsperren lassen müssten, sollten sich wehren gegen die 10%, die durch unsere Medien verängstigt wurden. Auch diese 10% sind hiermit darauf hingewiesen, dass diese Pandemie zwar ein ernstes Problem darstellt, aber dass dieses Virus nicht gefährlicher ist als die Impfung. Im Gegenteil, wir wissen nicht, wer diese Impfung entwickelt hat und in welchen Laboren dies geschehen ist. Die verwendeten Impfstoffe werden zum Großteil im Ausland produziert. Beachten Sie bitte, dass weder die Hersteller noch die deutsche Regierung irgendeine Haftung für Folgeschäden aus diesen Impfungen übernehmen. Unser heutiger Aufruf gilt allen Menschen, die selbst in der Lage sind, Sachverhalte zu analysieren und nicht blindlings auf diese Regierung vertrauen. Es muss gesagt sein, dass wenn nach einem Jahr immer noch keine Zahlen erhoben werden, die den Unterschied zwischen an oder mit Corona Verstorbenen berücksichtigen, dann ist dies nicht fahrlässig. Nein, es ist auch kein Irrtum.
Es ist Vorsatz. Morgen werden wir in Landshut diesem fürchterlichen Spektakel ein Ende bereiten. Bayern steht zusammen. Auf nach Landshut!